Moin Leute, hier der Fritz ist wieder am Start und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe extremst Bock auf dieses Video. In der Tat. Denn es wird mal wieder was Nices hier mit meinem kleinen Bruder Timmy. Moin Moin. Moin. Er kann wieder sprechen, besser ist das auch. Heute wieder YouTube-T-Shirt in Weiß. Das ist nice. Nice. Ja gut, also wir machen heute eine Challenge. Challenge-Regel ist halt, du suchst ja am Anfang der Runde einen Ort aus und da musst du halt landen und da musst du Healing-Stuff suchen, was halt so geht. Und du musst halt versuchen, so lange wie möglich in diesem Ort zu überleben. Ja, und der Gewinner bekommt 50 Euro. Okay Leute, jetzt gehe ich zu Dusty. Es ist schön in der Mitte und bei den Bäumen kann man sich gut verkämpfen, also gehen wir da mal hin, würde ich sagen. Dusty ist eigentlich ein recht guter Ort, also den hat man sich richtig gut eigentlich ausgewählt. Also gut für ihn halt und schlecht für mich. Weil Dusty ist auch ein richtig großer Ort. Der ganze Krater gehört halt dazu, also kann sich bis zum Rand vom Krater bewegen. Und Dusty ist eigentlich auch immer in der Zone, aber wie ich sehe, er ist nicht alleine. Ich hätte aber Dusty nicht genommen, weil man ist halt nie alleine. Also gefühlt nie. Es ist eigentlich auch ein Spot, wo richtig viele Leute hingehen. Also hätte ich jetzt noch hier perfekten Skin, dann wird mich hier niemals irgendjemand finden. Oh, er ist nicht in die Zone. Er ist nicht in der Zone. Oh, ganz bitter. Guck mal, genau der Rand des Kraters. Da ist Endstation. Ja, Timmy, du musst jetzt hier Healing Stuff finden, ne? Genau. Das ist so wie Hide and Seek, nur man kann sich hier bewegen. Oh, X macht da schon tot am Rande. Ihr könnt seinen Kanal auch abchecken. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Nice. Naja, eine Minigun ist jetzt nicht so schön. Das hier schmeckt mir aber schon sehr. Lasst doch gerne hier schon mal auf meinem Kanal ein Abo da. 100 wollen immer noch erreicht werden. Macht ihr einfach voll. Ich habe irgendwie heute die 2000 Aufrufe geknackt. Aber nur 51 Abonnenten, also Leute, da geht wirklich noch was, da geht noch was. Ich bin irgendwie, meiner Meinung nach, auch irgendwie zu professionell für so einen 51 Abonnenten-Kanal. Timmy ist wirklich in einer richtig schlechten Situation, er muss pushen. Es geht nicht anders. Er muss versuchen, die Leute, die da in Dusty rumhängen, zu eliminieren, weil in 46 Sekunden geht die Zone los. Und dann war es das komplett mit ihm. Das war wirklich komplett mit der Zone. Ehrenzone, guckt euch das da mal an, oben rechts auf der Karte. Genau, er darf genau bis zur Grenze und nicht einen Schritt weiter. Genau bis zur Grenze. Das ist ein richtig bitterer Moment, richtig bitter. Also, ich hoffe mal, die gehen hier mittlerweile. Oh fuck, hier sind Steps. Ja Junge, du musst die töten. Du hast keine Chance, du musst die töten. Okay. Oh, er wurde richtig weggelaced. Eww, wow, scheinlich. Was war das denn für eine Waffe? Er hat ihn richtig zerfetzt, Alter. Er hat ihm richtig die Ehre genommen. Ehre genommen. Okay, ich bin zu Top 30 gekommen. Okay, er ist Top 30 und ich muss es halt länger schaffen. Also wenn ich jetzt unter den Top 29 bin, dann habe ich das Ganze gewonnen. So, jetzt bin ich hier in der Runde und ich mache jetzt Trick 17. Hä? Ich springe jetzt einfach hier, ja, sieht gut aus, mittig aus dem Bus und mache direkt den Hängegleiter auf. Und jetzt gucke ich halt hier, jetzt warte ich diese, keine Ahnung, wann bildet sich die Zone, in einer Minute oder so. Das warte ich dann ab und dann fliege ich dementsprechend zu einem Ort, der in der Zone liegt. Ah, X-Master war bei The Block. Das war schon wieder komplett. Das war es ja wohl wirklich komplett. Ja, da gehe ich jetzt wahrscheinlich nicht hin. Und wir wissen, wo die Zone ist. Ja, komm, lass Scheiß drauf. Wir nehmen Mega Mall. Ich fliege jetzt instant hier nach Mega Mall. So, hinter mir ist jemand mit dem Hängegleiter. Das war echt gerade nicht so hart. Ich habe einfach den 5000er IQ-Move hier benutzt. So ein Ding war das. Ohne Sniper. Also ich darf halt auch ins Fights gehen, aber wenn ich halt verkacke, dann habe ich halt verkackt und darauf habe ich auch keinen Bock.
Könnte ich bitte ausreden? Ehre genommen. Oh, ersten Healing-Staff hier gefunden. Verbände. Ist schon mal heftig. Also Mini-Schildnisse oder Schildnisse insgesamt bringen mir gar nichts. Weil der Zonenschaden ja nur Green Life wegmacht und kein Blue Life. Wenn ich jetzt hier nicht irgendwo gekillt werde, wenn jetzt hier niemand mehr ist, ist der Win eigentlich gesaved. 16 Leute sind es noch und dann haben wir den Gleichstand. Aber ich versuche ja so lange wie möglich hier in Mega Mall zu überleben. Okay, hier später auch, wenn wir Zonenschaden bekommen, deswegen Mega Mall eigentlich bester Ort dafür. Hier ein Eis, das macht uns schön leben. Und hier hinten, oh, Kampfschrotflinte. Falls ihr in Fight kommt, wichtig. Dieses Trommel, Maschinen, Schrotflinten, dies, das Ding, feiere ich überhaupt nicht, wenn ihr mich fragt. Überhaupt nicht. Also wenn du direkt vor ihm stehst, dann mag das gehen, aber sonst war es komplett mit dem hier. Oh, schwere Sniper. So, hier haben wir Schildnisse gefunden. Die ziehe ich mir hier die zwei rein und dann lasse ich sie einfach hier wieder liegen, weil sie bringen mir halt, wie gesagt, nichts. Die bringen mir hier nur kurz was im Fight, aber dann nehme ich lieber die Waffe hier mit. Und halt, das sind halt immer so meine Standardwaffen. So ein Maschinengewehr, beziehungsweise Sturmgewehr, eine Schrotflinte, einmal was zum Weglasern. Oh, hier ist auch dieses Portal von Stranger Things Event. Ey, wäre jetzt hier eine Falle gewesen, ne? Ich wäre so ausgerastet. Halt, stopp! Oh, hier nochmal so ein Portal, aber ich hole erstmal hier den Loot. Ah, Schlürfnis, wichtig. Frage ist, gegen was? Gegen was nehmen wir das denn? So Chuck-Chuck oder so Chuck-Chuck wäre ehrenwert. Oder Lagerfeuer. Nächste Ton sind wir auch noch drin. Oh, Bruder, ich hätte zu Salty gehen müssen oder so. Beziehungsweise hier zum Megamall darf ich auch noch hin. Ja, hier so. Bis hier halt, wo die Straße so endet. Bis dahin darf ich. Okay, Big Childness ziehe ich mir auch nochmal rein, weil schadet nicht. Ich meine gerade, was gehört so. Fuck. Scheiße, Bruder muss los. Bruder, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Bruder, das war gerade close, dass sie mich gesehen haben. Hier ist nochmal ein Mini von eben. Das war eben richtig close. Würde es halt auch, dass mein WLAN scheiße ist, also wenn ich einen Fight verkacke. Also ich will jetzt nicht alles aufs WLAN schieben, aber fuckt schon ab, so scheiß WLAN zu haben. Fuckt schon ab, diese Connection. So, hier ist dieses andere Portal nochmal, hier kann man besser drum campen nochmal. Das ist das gar nicht. Ach, das ist nochmal ein anderes. Aber hier kann man auch richtig nice drin campen. Guckt euch das an. Oh fuck, ich höre Steps, also ich sehe Steps. Oh, wenn er hier durchkommt, wird er direkt gefickt von mir. Nur Homo natürlich. Ha! Gay! Oh scheiße, Bowler in der Nähe. Fuck, Steps. Ich guck mal, wenn er lost ist, dann kill ich ihn. Oh fuck, noch ein Bowler. Scheiße, zwei Bowler. Sind wahrscheinlich Teammates. Ja, würde ich den wohl nicht killen, ne? Ja, da bitte nicht. Oh, Bowler. Gegen zwei Leute lege ich mich ja ungern an. Wenn wäre ein Typ gerade alleine gewesen, dann easy, aber. Zu zweit, da lieber nicht. Alter, die Bowler, die regen mich gerade schon ein bisschen auf und machen mir Angst, weil sie umzingeln mich ein bisschen. Da ist einer und hier ist einer. Oh, Bruder, bitte nicht. Bitte. Fuck, ich bin durch. Aua, ich bin zu zweit. Aua. Schade. Aber trotzdem, easy 50er. Wir haben jetzt drei Challenges mit Timmy gemacht und alle drei habe ich gewonnen. Das ist ein schönes Streak von drei. Läuft auf jeden Fall bei mir. Am ersten Mal, wie viele waren es? 20er. Am zweiten Mal 40er. Und jetzt 50er. Sind, wenn mich nicht alles irrt, 110 Euro. Läuft bei mir, würde ich sagen, ne?
an der Stelle würde ich mir das Video auch beenden. Also wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert unten den Kanal, folgt mir gerne auch auf Instagram, da heiße ich der_real_fritz. Möchtest du noch was sagen, Timmy? Abonniert und teilt alle den Kanal. Die Fritz-Community hier muss wachsen, der Kanal muss wachsen und ciao.